Multiresistente Keime, also Erreger, gegen die Antibiotika nicht mehr helfen, sind auf dem Vormarsch und eine echte Bedrohung für uns alle. Um dieser Entwicklung entgegenzutreten, hat sich die CDU-CSU-Fraktion für einen entsprechenden Antrag im Deutschen Bundestag stark gemacht. Menschen sterben an bakteriellen Infektionen, weil kein Antibiotikum mehr anschlägt. Die Blasenentzündung kann zum Todesurteil werden. Der Antrag ist das Ergebnis eines Fachgesprächs der Unionsfraktion. Wesentliche Experten sind hier zu Wort gekommen und es herrschte Einigkeit, dass Human- und Veterinärmedizin im Kampf gegen Resistenzen unbedingt an einem Strang ziehen müssen. Es hilft niemand, wenn die einen auf die Humanmedizin und die anderen auf die Tiermedizin zeigen. Wir haben ein gemeinsames Problem, eine gemeinsame Verantwortung, die müssen wir, meine Damen und Herren, auch gemeinsam lösen. Bereits erreicht wurde in den letzten Jahren eine Halbierung der Antibiotika-Verordnungen in der Tierhaltung. Darüber hinaus enthält der jetzt im Plenum debattierte Antrag ein ganzes Maßnahmenpaket. So sollen Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich Krankenhaushygiene ausgebaut werden. Wirkstoffgruppen mit besonderer Bedeutung für den Menschen sollen in der Veterinärmedizin nach Möglichkeit nicht eingesetzt werden. Die Entwicklung neuer Wirkstoffgruppen soll gefördert werden und der Internethandel mit Antibiotika soll verboten werden. Nur 4 von insgesamt 26 Punkten des Antrags. Und es ist ein Gebot des Tierschutzes, kranke Tiere zu behandeln. Aber eines ganz klar, kranke Tiere zu behandeln. Das heißt, wenn Tiere krank sind, werden sie behandelt und sie werden nicht mit Antibiotika vollgestopft, damit sie schneller wachsen. Es ist schon einiges passiert, aber es muss noch mehr passieren. Das beginnt beim passgenauen Einsatz von Antibiotika. Das hat zu tun mit Krankenhaushygiene, aber auch mit Forschung und Entwicklung in der Human- und in der Tiermedizin. Gemeinsames Handeln ist erforderlich und genau das wollen wir tun. Wir wollen alles daran setzen, dass eine Welt ohne Antibiotika keine Realität wird.